Bushido.de. Was geht ab, Leute? Willkommen zurück in der virtuellen Realität zu einer neuen Folge VR Revisited, meinem Format, bei dem ich Spielen, die ich vor mindestens ein Jahr das letzte Mal gezockt habe, eine neue Chance gebe, die zum Beispiel irgendwelche Probleme hatten. Heute trifft's Protocol VR, das hat mir der liebe Horrorclown VR in den Kommentaren empfohlen und das ist ein Adventure, wir sind in einer Eiswüste, sage ich jetzt mal, und müssen Quests erledigen, Aufgaben erfüllen und so. Was waren denn die Probleme? Also es gab nur Teleporten, das war furchtbar, das gucken wir uns jetzt an, ob es besser ist. Dann war Text zu lesen, der war so weit unten, dass du die Augen verrenken musstest und das Spiel ist hin und wieder mal abgestürzt. Wir schauen uns mal an, ob das jetzt besser geworden ist. Ich bin der Wude, bei mir gibt es alles zum Thema Virtual und Augmented Reality. Also abonniert mich, drückt die Glocke und dann verpasst ihr auch nichts mehr. Danke an meine offiziellen Patreon-Sponsoren Peter Warstmeier, Oppermann Events und Woodghost VR. Viel Spaß mit Protocol VR auf der Valve Index und los geht's! So Leute, willkommen im Spiel. Ich bin schon mal in den Einstellungen hier und wie ihr hier seht, haben wir jetzt hier verzögerte Teleportation. Das ist das, was wir wahrscheinlich am Anfang hatten. Kontrollierter Avatar und traditionelles Management. Traditionell? Ich weiß jetzt nicht, aber wir gehen einfach mal auf Fortsetzen. Es geht ja jetzt hier nicht um Gameplay, sondern darum, dass das gefixt wurde. Und, My head. And fire. Just the typical beginning of every operation. Welcome, volunteer. We hope the landing was safe and comfortable. I slept well. Do you guys have a climate control system here? It's a bit stuffy, you know. Hä? Ja, und nun? Warte mal. The CO2 content inside the capsule exceeds the critical limit. Automatic ventilation will be performed. Automatic ventilation is not possible due to defective main power supply. Läuft. Please run emergency power using a dynamo machine. Dynamo. Seriously, a super high-tech capsule with... Oh, look, they didn't lie. Synchronization with the system of the complex has been completed. Welcome to the protocol. Please pass ja, the card key through the reader to get permission to exit. Es ist besser. Man kann es jetzt tatsächlich besser sehen. Den Text. Permission to exit has been received. Push the button that is looked. Wonderful. You're kidding me. Oh nein. A door malfunction has been detected. Use emergency opening. Like hippie. Unbuckle and go away. Jetzt bin ich gleich mal gespannt wegen der Bewegung. Kann ich hier nicht raus? Ups. Also ich kann noch gar nichts machen jetzt hier, ich weiß nicht. Ah, jetzt. Klar. Oh, guck mal. Jawohl. Device on your hand has been synchronized with the systems of the complex. Tap on the device screen to... Great. And now, proceed to the terminal and turn on the outdoor lighting of the complex. Ja, ja. Guck mal, wie schön. Smooth Locomotion. So. Jetzt kann man das Spiel auch vernünftig zocken. Wir haben hier unsere Patschehändchen. Das ist jetzt komisch. Also ich drücke jetzt die Grip-Tasten auf den Index-Controllern und jetzt macht er halt hier den lieben Finger. Goddammit. Guys, you could at least say, dude, put on some clothes. You're going to the fucking eternal frost. Thank God I'm not shaved. It'll be a bit warmer.
Das ist aber knusprig, der Arm hier. Das ist jetzt viel besser, Leute, ganz klar. Also das ist eine ganz andere Sache jetzt hier. Batterie einlegen. Wundervoll. Wo war die nochmal? Hier, ne? Genau. Wo kommt die rein? Hier. Okay, this battery died. Oh. Okay, I need to insert the third battery. Ja, natürlich. Sure, yeah. It was really smart to leave the batteries in the cold, guys. Ha. They're all low. Well, at least there's a dynamo machine in the capsule. It may be possible to charge the batteries. Oh, ernsthaft? Na, jetzt habe ich das Problem mit den Index-Controllern wieder, mit dem Drücken. Hm. Komisch. Und jetzt? Oh no. Wundervoll. Ganz wundervoll. Braucht man nicht? Who's a good boy? I'm a good boy. Yo, yo, yo! Das sieht gut aus, richtig? It is strictly forbidden to violate the protocol. An example of a categorical prohibition in the current circumstance is to throw a snowball into a drone. Das Geile ist, den Text kann man jetzt mit der Hand. Der hängt jetzt an der Hand und ihr könnt den, wenn er nervt, könnt ihr den einfach hochziehen. Das ist richtig gut. Shit, even frozen somewhere in the ass end of the world, I can't stop thinking about our last family quarrel. Her voice became engraved in my mind. It went deep into the brain. Guck, ich kann das jetzt mitten in mein Sichtfeld oder links, rechts. Das ist cool. Ich kann jetzt gerade nicht rennen. Why did I ever let myself get involved into this marriage? I wonder if I got into all this top secret bullshit because of the divorce, or the divorce happened because of the bullshit like this. Anyway, it's time to get back to the mission. Whatever it is. Kann ich dann jetzt mal rennen wieder? Ja. This thing's still warm. Boah, das, also hier irgendwie versagen jetzt meine Index-Controller total mit dem draufdrücken. Das ging sonst immer. Jetzt ist es aber, glaube ich, Schicht im Schacht. And I thought they spend it on cocaine and whores for congressmen. Although, we need to see what's inside. Proceed to the terminal and enter the password. Tipp, 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 tipp. Haha. Verdammt. Wo ist mein Ausweis? Hier. Wilson. Mein Ausweis ist weg. Habe ich den jetzt ernsthaft da oben liegen gelassen? Sieht so aus, ne? Oder ist hier noch einer? This is strange.
Wir haben einen wärmenden Schnaps. Man, was ist das? Well, apparently I need something that fits this plug. Grün ist besser, ne, würde ich sagen. Und jetzt? Wird Keypad nicht. Keycard nicht vergessen. Ich glaube, es wird für mich langsam auch Zeit, die Controller zurückzuschicken. Irgendwie geht es jetzt gar nicht mehr. Oder es liegt am Spiel. Jetzt kann ich nur noch. Das ist ein Scheiß, ey. Mein Gott. Das ist echt ätzend, ey. Als ob das so gedacht ist. Das glauben die doch selber nicht von Valve. So. Ja, Leute, wie auch immer. Ich meine, wir sind ja jetzt hier nicht zum Gameplay. Wir sind dazu hier, um zu schauen, ob das funktioniert. Und das sieht gut aus. Also, wir gehen mal zurück ins Studio und dann reden wir mal darüber. Ja, Protocol VR. Eine erfolgreiche Folge VR Revisited, denn die Probleme scheinen gefixt zu sein. Wir hatten das Problem, es gab nur Teleport. Furchtbar. Wir haben gesehen, wir haben jetzt drei verschiedene Methoden, unter anderem Smooth Locomotion, und das ist das, was die meisten von uns wahrscheinlich wollen. Wir können es also schön mit dem Thumbstick oder dem Touchpad rumbewegen und müssen nicht irgendwelche komischen Third-Person- oder weiß der Geier Methoden nutzen. Sehr, sehr cool. Das zweite, der Text, der eingeblendet war, dieser Untertitel, waren so weit unten, dass du die Augen so verrenken musstest. Haben sie gefixt, indem sie das jetzt an den linken Controller gekettet haben und du kannst das so leicht hoch und runter bewegen. Sehr gut, hat auch geklappt. Und das dritte, die Abstürze. Also, wie ihr seht, ich hatte jetzt keinen Absturz. Das passt also alles. Ne? Also von mir gibt das jetzt einen Daumen nach oben. Ich weiß noch nicht, warum das hier jetzt alles noch nur auf ausgeglichen ist. Ich finde es ganz cool. Und deswegen, Dankeschön nochmal an den Horrorclown VR. Der hat mir das unter die letzten Kommentare geschrieben in den letzten VR Revisited Videos. Wenn ihr auch ein Spiel gefunden habe, was ich mindestens ein Jahr nicht mehr gezockt habe und wo ich entweder eine negative Bewertung gebe oder sonst irgendwie ganz viel zu meckern hatte und wo ihr der Meinung seid, jetzt hat das nochmal eine Chance verdient, weil einiges sich verbessert hat, schreibt es in die Kommentare und dann entscheide ich, ob ich dem Spiel nochmal eine neue Chance gebe. Also, wenn ihr mich unterstützen wollt, kostenlos, dann tauscht euren Amazon-Lesezeichen-Link durch meinen aus, dann könnt ihr mich ein bisschen unterstützen und zahlt nichts extra, wenn ihr was auf Amazon kauft. Wäre cool. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal in der virtuellen Realität. Haut rein. Ciao. Voodoo.de